Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skyline. Wir müssen erstmal hier das Spiel laden. Das müsste das sein. Frischwasser neigt sich hier Frischwasser dem Ende zu. Verwenden Sie Wassertürme, um die Stadt zu versorgen. Okay. So. Genau, wir waren ja hier am Rumbauen gewesen. Sind langsam ins Plus gekommen. Und erstmal checken, wo was ist. Okay, da am Ende sind die. Obwohl, ich mache es eigentlich gerade ganz verkehrt. Aber wir haben auch kein Geld mehr. Ist doof. Aber ich kann ja trotzdem schon mal die Straßen hinbauen. Ich weiß jetzt nicht so recht. Ich habe mir halt überlegt, dass ich die Fabrik da wegmache und hier verlege. Weil so müssen die ganzen durch die Stadt fahren bis dahin. Und das wollen wir ja nicht. So. Das mal so und so. Wir werden wahrscheinlich wieder ins Minus gehen, aber egal. Ich hoffe, dass sie da auch wirklich hingehen. Oh Gott, ich habe da irgendeinen Scheiß hingebaut hier in die Stadt. Ich muss mir unbedingt überlegen, wie ich das am besten baue, weil hier wird es extrem Stau geben in Zukunft. Okay. Oh. Nicht genügend Geld. Jetzt ist er wenigstens im Bereich drinne. Kommt schon. Ah, da entstehen die ersten Fabriken. Mit dir. So. Können wir überhaupt gucken wegen dem Lärm? Ja, wie ich es mir schon gedacht habe, da wird's. Obwohl da fast keine Autos sind, ist da ein bisschen gefärbt. Wird es auch Stau geben? Man muss für sich wirklich echt überlegen, wie man was macht. Okay, dann spule ich mal ein bisschen vor. Damit es ein bisschen schneller geht. Wir brauchen ja ein bisschen Geld. 390. Oh Gott, es geht schnell.
Und kommt schon gleich. Okay, dann haben wir jetzt schon mal das. Ah, shit. Das kostet ja wieder 600. Und da kann ich nicht einfach... Oh, Alter, warum braucht man für einen Umzug so viel Geld? Ist doch... Kacke. So. Jetzt passt's. Das geht an Strom, das geht an Strom. Alle sind zufrieden. Also die Häuser sehen schon eigentlich alle ziemlich schön aus, finde ich. Und dann halt noch das Vogelgezwitschere. Ich bin eh so der Typ, der gerne so die Dorflandschaft mag. Auch wenn es hier so ein bisschen hier so blickt, eher wie eine Kleinstadt aussieht. Aber egal. Wir haben wieder Geld. Und da werden weitere Geschäfte gebaut, haben wir überhaupt noch. Okay, wie sieht's denn mit den Straßen, Autos und so weiter aus? Es gefällt mir hier noch nicht so wirklich, weil ich genau weiß, dass es da wieder voll sein wird. Parken da bitte Autos oder Motorräder, wie auch immer. Wir haben, oh, wir sind 1000 im Plus. Nicht schlecht. Können wir irgendwas ändern? Nein, können wir nicht. Wasser ist komplett voll. Strom können wir noch mal ein bisschen erhöhen. So. Haben wir schon mal das. Okay, da kommen schon langsam die LKWs. Gott. Wir müssen auch die Geschäfte woanders dahin verlegen. Aber wir brauchen auch erstmal Kohle. Bestimmt eine Bäckerei oder sowas. Ein Generalstore. Medium-Back-Café. Dino-Öl. Okay. Jo. Also wir haben jetzt die Straße. Oh, ich sehe gerade. Hier, das ist voll. Dann können wir auch direkt hier alles. Jo. Zack. Und wo bleiben die? Da kommen die ersten Autos. Nee, das ist was anderes. Da oben. Okay. Die spawnen wahrscheinlich einfach nur direkt vor der Tür, würde ich sagen.
Ich hatte, dass man nicht einfach, wenn man nichts ausgewählt hat, dass man nicht einfach mit der Maus zum gewünschten Punkt hinziehen kann mit der Kamera. Schade, schade, schade. Prüfen Sie, ob Ihre Wasserversorgung ist doch eigentlich... Ah, das ist nicht okay. So, jetzt ist wieder alles super. Die sind alle wieder traurig. Das wird noch echt was werden mit der Straßenverbindung. Da bin ich immer so ziemlich schlecht drin. Nicht genügend Arbeiter. Okay, wir können Steuern und Darlehen. Eben. Steuern machen wir mal direkt auf 13%. Zack. Okay. Darlehen nehmen wir noch nicht. Okay, dann die Müllabfuhr, die bauen wir ein bisschen außerhalb. Das ist die richtige Spur, ich hoffe's. Nö, natürlich nicht. Aber egal, ich will jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben. Ja, passt. Okay, es steigt. Dann mache ich mal 50%. Wie sieht's dann aus? Okay, dann hat es nicht mehr so eine hohe Reichweite. Mach ich mal 60. Okay, machen wir mal 65. So. Okay, mal gucken. Ja, passt. Da fahren die ersten Müllabfuhrautos, oder wie man die auch nennt. Okay, wir gehen hier lang. Gleich mal schniesen. Sorry. Und wir sind bei 2,3 aufgerundet im Plus. Oh, 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 oh. Da sehe ich schon wieder, dass das komplett wieder voll ist. Okay. Das ist ein bisschen zu groß. Wieder so ein Halbkreis. Schade, muss ich das wohl wieder diesen kleinen Stück abreißen. So. Gott, diese Andock-Dinger nerven. Ja, dann lass es mal so. Ein bisschen krüppelig, aber egal. So. Dann würde ich sagen, dann beende ich mal wieder den Part und... Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich werde versuchen, die Parts in 15 Minuten unter 15 bis 20 Minuten, sage ich jetzt mal, zu halten.
Und mal gucken, wie sich's entwickelt. Ich befürchte einfach, dass wir den totalen Chaos kriegen mit den Autos und Straßen. Und dann bin ich mal gespannt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye und tschüssi, Koski.